Der HSV Hamburg spielt als Tabellensiebter bislang eine starke Saison. Am Sonntag geht es zum Nordderby nach Flensburg. Und auch abseits der Platte gibt der HSVH eine gute Figur ab. Grünes Sofa statt große Halle. Jens Fortmann und Niklas Weller standen am Mittwoch im Familienzentrum in Duisberg Rede und Antwort. Die beiden Profis des HSVH sind sportliche Botschafter für das SOS Kinderdorf. Soziales Engagement, gerade für Fortmann als Vater von zwei Kindern, eine Selbstverständlichkeit. Jedes Kind verdient es, ein größtmögliches Maß an Unterstützung, Wärme und Liebe zu erhalten. Und deshalb musste ich auch, als die Anfrage vom SOS Kinderdorf hier aus Hamburg kam, nicht lange überlegen, sondern habe das sehr, sehr gern gemacht oder mache das sehr, sehr gerne. Und wenn es etwas gibt, wie wir oder wie ich unterstützen kann, dann bin ich sofort dabei. Unterstützung erhielt der 35-Jährige zuletzt auch selbst auf sportlicher Ebene. Denn der Torwart fiel mit einem Achillessehnenriss monatelang aus. Feierte erst vergangene Woche im Heimspiel gegen Hannover Burgdorf das lang ersehnte Comeback. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ein tolles Gefühl, wieder auf dem Feld zu stehen. Das ist das, weshalb man den Sport macht und liebt und sich jetzt auch monatelang wieder durch so eine aufwendige Reha gekämpft hat, weil das ist einfach ein sehr, sehr tolles Erlebnis, da vor so vielen Fans in die Halle zu laufen und den Sport, den man schon sein ganzes Leben lang macht und den man liebt, dann wieder ausüben zu können. Gleich 11 Paraden steuerte der gebürtige Berliner beim 32:26 Erfolg gegen Hannover bei. Eine ähnlich starke Leistung, wenn nicht gar mehr, bedarf es auch am Sonntag. Dann geht es im Nordderby zur SG Flensburg-Handewitt. Super Mannschaft, darüber hinaus noch unfassbar heimstark. Also wir wissen, dass das eine Riesenaufgabe wird, aber sind jetzt dabei, uns da bestmöglichst darauf vorzubereiten und wollen dann mit einem optimalen Ergebnis nach Hause fahren. Wie das dann im Einzelnen aussieht, das wird sich am Sonntag zeigen, aber wir wollen auf jeden Fall alles daran setzen, das Spiel möglichst lang offen zu halten. Und wenn Flensburg uns die Tür öffnet, vielleicht was mitzunehmen, dann wollen wir auch ihn durchstreiten. Etwas zu feiern gab es schon vorab, denn mit der Versteigerung von Sondertrikots kam eine stolze Summe von über 2.000 Euro zugunsten des SOS Kinderdorfs zusammen.